Okay. Hier sogar, ja. Das hört sich alles nicht so toll an. Da sind wir also wieder. Das ist da immer noch zu. Ja, wie viel Zeug kann eigentlich in dieses Teil hier rein? Ich habe mal ein bisschen jetzt von unseren Plasma-Cutter reingeschmissen am Muni. Eigentlich würde ich mal gucken. Ne, ich kaufe nichts. Also, ich habe noch mal ein bisschen Muni gekauft, ich habe noch mal ein bisschen was reingeschmissen, so zum Reinhorten halt. Aber wir bleiben mal sparsam. Ich möchte jetzt nicht das ganze Geld rausschmeißen, eventuell dann später nochmal Upgrades und sowas. Schleudere den Leviathan in den Weltraum. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Das wird lustig. Schwerelosigkeit aktiviert. Oh Gott. Also, ich weiß ja nicht. Sehe auf jeden Fall eine Menge Zeug rumschweben. Nummer. Zurücknummer. Oh. Ich muss ihn bekämpfen. Komm, mach den Maul auf. Boah. Das
finde ich nicht so gut. Ist es die End? Oh, ich hab ihn, oder? Nee, hab ich immer noch nicht. Hab ihn. Ganze Munition, was da noch überall rumgeschwebt ist, ist alles weg. Ich hätte es einsammeln sollen. Scheiße. Oh, das war so viel Zeug, Digga. Schwerelosigkeit steigt. Aber hier und da gibt es noch Gasblasen. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie, Jacob, mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm, ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen. Wenn der Pre noch lebt. Ein SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. Donnerwetter. Wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. Ah, und jetzt ist diese Tür offen. Alright. Ordentlich was verschossen, oder? Ah, scheiß mal noch drauf. Ich bin zu geizig. Ich bin wohl einfach zu geizig. Was? Masterüberbrückung? Don't support the church. Innocent blood. Unterstütze nicht die Kirche. Unschuldiges Blut wird fließen. Jetzt haben wir mal die Schnellreise hier, Freunde. Ne? Station ist erreichbar. Danke für Ihre Geduld. Mining Deck. Ah. Jetzt eigentlich fast alle Decks freigeschalten. Waren wir hier schon? Ja, Maschinenraum, ne? Hier waren wir doch, glaube ich, schon. Ja, hier waren wir. Nur war die Seite hier noch zu. Und jetzt ist es offen.
Der, dieses Schiff ist ein Labyrinth. Ich sag's euch. Level 3, also ich denke mal, die Sicherheitsfreigabe 3 werden wir jetzt auch bald bekommen. Im Upper Deck spielen die Systeme verrückt. Toll. Ich sehe mir die Aufzüge an. Hast du eine Idee, wo sich Temples Sender befindet? Ich prüfe den Abbaukontrollraum. Über die Abschussrohre könnte man einen Sender abschicken. Ist da jemand? Hammond? Wo bist du? Im Lüftungsschacht. Hoffentlich hören sie mich nicht. Diese Dinger sind überall. Nein, die Ornithologen. Sie sind auf dem Besatzungsdeck. Die sind irre. Einer hat ihrem Freund ein Messer in den Kopf gerammt und er hat nur gelächelt. Sie gehen irgendwo hin. Hammond! Scheiße. Sein Signal ist weg. Wir müssen den Sender finden, Isaac. Und zwar schnell. Ja, wir haben doch jetzt hier diese Nebenquest wieder, ne? Finde Keens Versteck auf dem Abbaudeck. Okay. Das ist also der Hauptweg. Rüberfahren kann ich die nicht. Ah, aber die kann ich rüberfahren. Ich hab mir gerade schon gedacht. Das gibt ja sonst ja gar keinen Sinn. So. Oh. Wow. Hast du überprüfen? Ein versiegelter Raum. Eine Art selbstgebastelte Sicherheitsabriegelung. Die Arbeiter haben die Geräte weggeschlossen. Mist, die hätte ich gut gebrauchen können. Das kannst du vielleicht noch, wenn wir die richtigen Rig-Codes finden. Ich komme nicht mit dem Rig des Captains rein? Nein, die Abriegelung ist selbst gebaut. Aber mit den Codes des Captains kann ich eine Überbrückung erstellen. Du hast doch schon ein Führungsoffiziers-Rig gefunden. Noch ein paar davon und wir können loslegen. Ach, das ist die okay, Dinger, die wir alle bisher eingesammelt haben. Finde die Rigs. Lade die Codes in eine Brückenkonsole und du bekommst eine Master-Sicherheitsüberbrückung. Da ist wahrscheinlich der richtig heftige Scheiß drin. Ne? Mir fehlt dann da noch alles. Okay, da fehlen noch einige. Der letzte aufgezeichnete Standort für Holzrig ist die Hydrostation, da waren wir. Rassus Rig ist wahrscheinlich im Maschinenraum. Und der Rig vom Supervisor Dallas finde ich wahrscheinlich auf dem Abbaudeck. Also hier, wo wir gerade sind. Lass auf jeden Fall dann nochmal zurückgehen und die suchen. Ich möchte es auf jeden Fall alles haben. Aber sowas von. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bald Stufe 3 haben. Kannst du wiederholen. Es sind so viele Stufe 3 Dinger, irgendwo muss es jetzt langsam kommen. Ah, ich bin immer noch geizig.
brauche ich das? Im Lager habe ich ja schon so eins, oder? Ja. Na komm, ich was ins Lager. Hamster. Platziere 25 Gegenstände im Lager. Geiles Achievement. Oh, da ist auch noch was. Solo, Sneedly. Ich speichere hier mal wieder. Ja, so ist es. Sechs Stunden und 54 Minuten sind wir jetzt schon dran. Okay, auf geht's. Merkwürdig. Zwei der Upper unter Deck sind gesperrt, obwohl alle Systeme laufen. Ich sehe mir das mal an. Oh mein Gott. Fünf Ebenen einfach. Nee, das ist gar kein fünfter. Verarbeitung, Abbau und Wartung. Zum Abbau müssen wir. Das ist ja gewesen, ne? Abbaudeck. Wahrscheinlich, ja doch, müsste da sein. Auf geht's. Ich denke mal, wir werden eh noch überall hinkommen. Oh, Vorsicht, Fallen voraus. Menschen, bleibt weg. Fallen voraus. Sterb. Oh ja. Okay. Das sollten wir dann wohl besser lassen. Erzlager.
du Scheiße. The fuck. Ging ja gut hier ab, aber sehr gut. Ging ja sehr, sehr gut. So viele Upgrades, aber keine Knoten. Der oberste Fahrstuhl geht's ja. Ist verschlossen. Oh, das war auch wieder Stufe 3. Ja, die wollten Aegis ganz schön hart ausnehmen. Aber richtig hart ausnehmen. Richtig fett abmeinen, Alter. Abschlussprotokoll versiegelt. Bitte wenden Sie sich für die Autorisierung an Supervisor Dallas. Oh, das ist der, wo wir brauchen, ne? Auf dem Abbaudeck voran. Hast du den SOS-Sender? Nein. Supervisor Dallas, ja. Roma. Der Deck-Admin ist Supervisor Dallas. Er ist auf dem Verarbeitungsunterdeck. Ich sehe auch eine Rig-Aktivität für Jacob Temple auf dem Wartungsunterdeck. Vielleicht hat er den SOS-Sender dort gelassen.
Hoffentlich kommst du trotz der ganzen Störungen dorthin. Keine Störung. Fall. So haben die Arbeiter sich geschützt. Scheiße. Okay. Ich entriegle die Unterdecks, aber achte darauf, dass der Sender nicht verkabelt ist. Dann mal wieder zurück.